Erst Scarlett, dann Schalke. Sie merken schon, das Sat.1-Programm bietet Ihnen heute durchgängig das pralle Gefühlsleben. Für Dresden gilt das allerdings genauso. Denn seitdem der Wechsel von Sigi Held nach Japan feststeht oder ruchbar wurde, geht es eigentlich sportlich eher drunter als drüber. 0:8 Punkte in Folge. Die Abstiegsplätze rücken näher. Heute allerdings hatte die Mannschaft die Möglichkeit, die schwarze Serie zu beenden. Denn Schalke hat zu Hause im Gelsenkirchener Parkstadion in 6 Heimspielen bisher nur ganze 5 Tore erzielt. Und weil das ein so seltenes Ereignis ist, zeigen wir Ihnen hier mal als Service für die Fans nochmal alle Treffer auf einen Blick. Von Anderbrücke damals gegen Köln bis hin zu Thomas Linke gegen Stuttgart. Das Ganze in nur 18 Sekunden und nun zum Spiel, das um 18.30 Uhr drohte, nicht angepfiffen zu werden, denn in Schalke herrschte tiefer Nebel. Das werden Sie gleich an unseren Bildern auch sehen. Ob die Stürmer heute was draufzusetzen wussten, das sagt Ihnen jetzt, na wer schon in Schalke, Werner Hansch. Ja, liebe Zuschauer, wenn das einer ändern soll mit den mangelnden Toren hier im Parkstadion, dann kann das eigentlich nur der Mölder sein. Das ist ja der einzige echte Stürmer, den sie noch haben. Das ist Kšinčík, Waldemar Kšinčík. Und da ist Mölder. 21. Minute, das 1:0. Nun denken Sie nicht, das hat er für uns auch Bestellung gemacht. 20 Minuten haben wir vergeblich gewartet, dass endlich mal was passierte. Und da Beinschuss bei Mario Kern und mit viel Glück vom Innenpfosten dann zum 1:0. Das Tor zum Glück. Na, da ist ja diese Woche einiges auf ihn eingestürzt. Erst sein Debüt in der holländischen Nationalmannschaft am Mittwoch. Heute ist er Kapitän, der Mölder, und dann dieses wichtige 1:0. Dresden mit gelegentlichen Angriffen. Da haben wir Rat. Aber Missverständnis. Johnny Ekström, die einzige Spitze, die Sigi Held aufgeboten hat. Na, schön, dass er da noch lachen kann. Ansonsten seine Mannschaft nur hinten drin. Dann dieser Angriff der Dresdner. Da ist sogar Pilzmann mit nach vorne gegangen. Verliert den Ball durch eigenes Verschulden. Und die Schalker an der Brücke auf Kšinčík. Löst sich aus der Libero-Position. Anderbrügge überlässt Latal, 2:0. 30. Minute. Radek Latal. Auch er für Tschechien im Einsatz am Mittwoch gegen Holland. Sein drittes Saisontor, Radek Latal. War das eine richtungsweisende Entscheidung? Mundgemalter Protest von Rad. Schauen wir hin. Kšinčík schickt den Pass auf Latal. Und der Linienrichter stand ganz unten. Er sagt, weiterspielen. Denn oben stand Beuchel auf gleicher Höhe. Zugegeben, liebe Zuschauer, wir hatten gelinde Zweifel, ob es nicht vielleicht doch abseits war. Aber der Linienrichter stand goldrichtig und dann keine Chance für Tscherchesow. 2:0 nach 30 Minuten. Das ist Nemec. Auch ein Nationalspieler für Tschechien. Kšinčík. Oh, jetzt hat er Platz. 43. Minute, schade. Schade, ich hätte es ihm gewünscht. Super, Waldi Kšinčík, ein mannschaftsdienlicher Typ. Der geht überall hin, wo Jörg Berger ihn hinstellt. Und wenn Olaf Thon wiederkommt, muss er wahrscheinlich raus. Thon ja mit einer roten Karte gesperrt, das wissen Sie. Das war die 43. Minute und wie man hier Löcher stopft, na, das wussten sie in Schalke schon immer besser als anderswo. Solche Bilder, das Spiel versank im Nebel. Hat hier eigentlich ein Fußballspiel stattgefunden, liebe Zuschauer, oder haben wir nur eins erfunden? Für die Glotze gewissermaßen. Dresden jetzt mit einem zweiten Stürmer. Henry Fuchs kam für Markus Kranz. Bringt das mehr Druck nach vorn? Wollten wir uns doch alle wünschen. Mittelfeldgeplänkel. Das ist Radke. Und Herzog, der wieder stark spielte hinten in der Manndeckung auf Anderbrügge. Mölder ließ sich zurückfallen. Sieht Scherl.
Latal bietet sich an. 46. Minute, 3:0. Dynamo Dresden, eine hinten offene Gesellschaft. Scherr überläuft Stammann. Latta löst sich von Lesiak und keine Chance für Tscherchesow. 3:0. Ein Vorstand ohne Land. Die Herren haben hier nicht mehr viel zu sagen. Der König auf Schalke, das ist Rudi Assauer. Und jetzt lief es natürlich bei den Schalken. Wieder Mölder. Überall zu finden. Ein Arbeitstier, eine Fleißbiene, der lange blonde Holländer. Jetzt seine Flanke. Und dann kommt Büskens. Und nach 52 Minuten steht es hier 4:0. Heldentenor Mike Büskens. Sein erster Saisontreffer. Mann, da muss ich lange zurückblättern. Über ein Jahr hat der nicht mehr getroffen für den FC Schalke, Mike Büskens. Aber die Vorarbeit von Mölder. Und dann kommt er von hinten angerauscht. Springt klar höher als Beuchel. Wieder keine Chance für Tscherchesow. Nichts stand auf der Tafel. Einbrecher haben hier alles verwüstet. So was Dummes. Wo nichts zu holen ist, da brechen die Typen ein. Kaum zu glauben. Wieder Schalke. Nemetz. Und an der Brücke. Ja, es war noch einiges zu holen für die Schalker. Er versucht es mal, Ingo an der Brücke. Pilz kommt zu spät, aber Glück in diesem Fall für Tscherchesow. Nach gut einer Stunde war dann Schluss für Radek Latal. Es gab Applaus von den Rängen. Pflicht erfüllt. Also, eigentlich versteht er kein Deutsch, aber Lob, Lob verstehen sie alle, egal in welcher Sprache. Also, immer wieder in einer Richtung. Mölder. Dann wieder Cincic auf Büskens und noch einmal Mölder. Kein Zweikampfverhalten, keine Gegenwehr bei Dynamo Dresden. Ich hatte das Gefühl, es stand hier keine Mannschaft mehr auf dem Feld. Wie aufgegeben. Eigenrauch, der ohne Fehler spielte. Wie fast alle Schalker am heutigen Abend. Noch einmal. Da war er wieder vorne. Was geht der Typ für Wege, dieser Juri Mölder? Büskens spielte heute sehr offensiv, konnte sich auch leisten, noch einmal auf Van der Brügge. Ja, da war Tscherchesow dazwischen. Kein Abseits für Van der Brügge, hat er gut gemacht, aber Tscherchesow aufmerksam aus seinem Kasten heraus. Zaghafte Versuche eines Angriffs. Beuchel. Ekström, der ist völlig untergetaucht im zweiten Durchgang. Und dann Spieß. Ja, dann trifft er den Pfosten und irgendwie passte diese Pfostenseuche zur ganzen Dresdner Vorstellung am heutigen Abend. Ja. Lehmann hatten wir heute Abend kaum im Bild. Es gab auch für ihn nichts zu halten. Und dann war Schluss. 4:0. Über ein Jahr lang hat der FC Schalke nicht mehr 4 Tore getreten. Klar, dass auf den Rängen da eine tolle Stimmung herrschte. Und die Frage, hat dieses Desaster für Dynamo Dresden irgendetwas zu tun mit dem angekündigten Abstieg von Sigi Held? Wir wollten ihm diese Frage stellen und ich glaube, er hat uns auch eine Antwort gegeben. Das ist wie eine ansteckende Krankheit. Einer fängt an, ist vielleicht, deckt nicht kurz genug, lässt den Gegner den Ball annehmen, der andere sieht es und macht da gleich mit. Das ist ja leider so, dass das gute Beispiel da nicht angenommen wird, sondern das schlechte. Das ist wie eine ansteckende Krankheit. Und gut, da muss man
sich mit auseinandersetzen. Wir werden darüber zu reden haben. Und wie gesagt, es ist ja auch so, wenn ein Trainer geht, die Probleme bleiben. Ne? Die gilt es auszumerzen. Worte, die vielleicht auch mal mit der Mannschaft hinterfragt oder bei der Mannschaft hinterfragt werden müssten. Dazu steht uns der Kapitän zur Verfügung. In Schalke wartet Thomas Rath. Herr Wendt. Guten Abend, Herr von Dauer. Also Thomas, 0 zu 10 Punkte in Folge, 5 Niederlagen hintereinander. Besteht da ein Zusammenhang mit dem Abgang des Trainers? Ich glaube nicht, dass ein Zusammenhang mit dem Trainer besteht, weil es geht ja auch um unsere Arbeitsplätze. Wir stehen hier auf dem Platz, der Trainer stellt uns ein auf die Spiele und wir müssen das produzieren, die Siege. Und momentan läuft es halt nicht, aber am Trainer liegt es am wenigsten. Ja, aber warum gebt ihr euch denn so kampflos auf, gerade auswärts? Naja, wir sind mit der Defensivtaktik hier aufgetreten und kommen durch so ein Tor wieder, wo wir nicht am Mann stehen, in Rückstand. Und dann war es schwer gewesen. Ne? Und dann kriegen wir zweite 3-0. Und dann tut es natürlich weh, wenn man dann sieht, wie wir ausgespielt werden. Dann spielt sich natürlich für Schalke leichter. Ne? Dann hat Ihr Präsident, der Herr Otto, heute gesagt, der neue Trainer ist bekannt. Er will ihn aber noch nicht bekannt geben. Ich denke mir, die Mannschaft hat hochgradiges Verständnis dafür. Naja, ich meine, wir arbeiten, denke ich, mit Siegfried Held bis Ende der Halbserie zusammen. Und das Präsidium wird sich schon einen neuen Trainer ausgedacht haben oder aus der Tasche zaubern. Und dann werden wir sehen. Was für einen Typ bräuchten Sie denn jetzt in der augenblicklichen Situation? Na gut, wir haben im Vorjahr auch gesehen, dass wir mit Siegfried Held genauso gute Arbeit hat als ruhigen Trainer. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass ein Trainer, der jetzt so rumschreit, dass da viel bewenden kann oder viel umändern kann. Wir selber sind gefragt und wie gesagt, wir müssen uns da selber rausboxen und da kann ein Trainer vielleicht gar nicht so viel tun dazu. Wissen Sie denn im Augenblick den Namen wirklich auch noch nicht oder ist nur die Öffentlichkeit ahnungslos? Nein, wir als Mannschaft wissen selber nicht, wer da uns vorgesetzt wird als neuer Trainer. Wir lassen uns mal überraschen. Ja, da mache ich mir natürlich schon wieder Gedanken über den mündigen Fußballprofi. Aber auf der anderen Seite, der Herr Otto ist wahrscheinlich bei Ihnen doch so ein bisschen der Allmächtige, oder? Ja, ist klar. Herr Otto ist der Boss, er ist der Präsident. Er hat viel für den sächsischen Fußball getan. Und wir sind ihm auch dankbar. Ne? Und wie gesagt, dass der Trainer geht, kann er nichts für. Er muss jetzt einen neuen Herr holen und mal sehen. Danke Ihnen, Thomas Rath. Viel Erfolg für die Zukunft. Ja, tschüss. Wiedersehen. Tschüss.